Ein Tag vor dem Ostersonntag auf der Furten bei Zoll, Schneewitz mitten im Winter. Raumen ist angesagt und dann noch wie. Die einen, ja, die gehen auf Skitour, das ist ja üblich. Die anderen gehen Skifahren, aber dann gesehen, sie suchen Ski ab und sind da runtergegangen und haben dort geschaut. Und ich auch und habe gesehen, der vom TVO, mein Kollege, war unterwegs mit dem CEO, mit dem Klaus Nussbaumer. Und ich von Klaus Nussbaumer will wissen, was denn da los ist. Ja, wir haben heute das erste Snow-Soccer-Turnier vom FC Mils hier bei uns am Berg zu Gast. Und verschiedene Teams spielen da gegeneinander. Und es ist wie ein kleines Turnier und super Stimmung. Jetzt haben wir also das hier im Grunde dann beim Ziel des Riesensalon, wo am nächsten Wochenende stattfindet, haben wir das Fußballfeld aufgebaut. Wie lange haben wir das? Ja, das hat man innerhalb einer Stunde aufgeschoben und gerichtet und dann noch ein bisschen heute Morgen noch präpariert und gemacht. Und jetzt ist eine super Spielfläche geworden. Da. Jetzt sind die aber da stehen als CEO mit der ganz normalen Brille. Hast du keine Fußballbrille an und Schuhe auch nicht? He? Machst du nicht mit? Nein, ich habe noch die Skischuhe an. Oh. Ich bin noch auf der Piste unterwegs, weil so herrliche Schneeverhältnisse, wie wir momentan haben, das muss man jetzt noch geniessen. Jetzt noch bis am Montag auf dem ganzen Berg und dann noch bis am weißen Sonntag auf der Wangsenseite. Haha, wir haben das also Ende März, gell? Und der Ausstalt wird es erst mal am 1. April. Das ist also kein Scherz, das ist kein Fake. Es hat so viel Schnee bezogen, gell? Ja, es hat wunderbaren Schnee und ich glaube, das muss man jetzt die letzte Woche muss man jetzt noch geniessen und da lade ich alle ein. Das ist noch sehr hand am Pizolzka und das zum Erleben, wie herrlich da die Pisten sind. Zum Fußballspielen? Am Morgen und übermorgen die ganze Woche noch? Oder wie geht das weiter? Nein, heute wird gespielt und heute Abend wird gefeiert. Die Bahn fährt extra länger. Ich glaube, das gibt eine super Stimmung den ganzen Tag. Nachtskifahren gibt es immer auch noch? Ja, wir haben gestern das Nachtskifahren noch gemacht. Wir werden dann Mitte Woche wieder entscheiden, ob wir es nochmal machen können. Das hängt jetzt davon ab. Momentan schaut es aus, als ob wir noch einmal Nachtskifahren machen können. Wir werden sehen und entscheiden Mitte Woche. Schnee in Hülle und Fülle und nachdem sie dort immer einmal gescherbelt hat mit den Bäumen und Baden und Schild gestanden ist, dann nachher der zweite Teil vom Winter hervorragend, oder? Ja, der Winter ist natürlich super verlaufen. Wir haben einen super Start gehabt, direkt vom Sommer im Winter gestartet, Mitte November, den tagtäglich Betrieb haben können. Und ein super Pistenangebot bis auch zum Schluss wird es gehen. Und insgesamt wird es dann eine durchschnittliche Saison werden. Wir haben doch relativ viel Wind gehabt im Januar und das Wetter ist im Februar nicht optimal gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind zufrieden. Wir haben wieder mal einen super Schnee gehabt und das freut, glaube ich, nicht nur uns, sondern auch unsere Gäste. Und schrecken Geister weg. Also der Einsatz gell, vom ganzen Team, jetzt von dir, auch du stehst jetzt da. Gell. Und wie man auch sieht, ist auch die wetterbedingte Situation. Aber der Einsatz vom ganzen Team ist wirklich immer hervorragend. Ja, unsere Mitarbeiter geben das Beste und tagtäglich sind sie dran, unser Angebot aufrecht zu erhalten und das beste Angebot dem Gast zu bringen. Und ich glaube, das ist schon eine Würdigung wert und das werde ich meinen Mitarbeitern dann auch wieder sagen. Und ich muss sagen, gell, hinter dir wird es geschüttet, aber ein paar Frauen sind im Schirm vorbeigelaufen. Natürlich braucht man auch Spielerfrauen, ist ganz klar. Hinter wird aber auch Ski gefahren. Also die Gäste, also die über den Pizol treu, egal wie das Wetter ist. So ist es. Also im Winter gibt es ja kein schlechtes Wetter, gibt es nur schlechte Kleidung. Und jetzt muss man noch auf die Piste gehen, jetzt kann man richtig schön baudern bei dem Pulverschnee, den wir jetzt haben. Und die, die nur Skifahrer wollen, die können jetzt heute noch zum Snowsocken. Und ich habe gehört, es hoffentlich ein Geschrei. Also, möchtest du auch noch mitmachen am Schluss? Irgendwie? Oder gehst du schon mal ab ins Feld? Oder gehst du mal ins Goal? Das wäre doch etwas für dich. Also ich bleibe meiner Skischuhe treu. Heute. und lass die anderen spielen, die es können. Ja, wenn der Klaus nicht geschüttet hat, denkt, dann lohnt es bei mir auch beim Film an. Auch alle Hände voll zu tun bei dem Schneetreiben. Das hier, Hotel Fort auf 1550 Meter oben, das Sonnenblatt, wenn eben die Sonne scheint, das ist vielleicht schon ein bisschen sympathischer, als wenn es das Ganze so geschneit hat. Allerdings war es höchst unterhaltsam gewesen. Auch zuzuhören, was die hinten alles gesagt haben. Oh, das ist eine schöne Durchmischung hier im Pizol. Jetzt mal ein Fußball schauen, die Skien dann derweil abtun und dann sind sie noch Skifahren gegangen, die anderen gut
Bürler und so weiter. Und übrigens, das ist eine Melzer Mannschaft. Sie haben vielleicht jetzt das hier gut gemacht, wo zwei Tage vorher die erste Mannschaft mit viel Pech gegen Mundlingen eben weniger gut gemacht hat, nämlich 1-0 auf eigenem Platz verloren. Ja, aber eben die Senioren, die haben das jetzt gut gemacht. Und übrigens, da haben sie einen Penalty bekommen. Wenn ihr euch fragt, wer ist da mit dem Schirm? Ja, das ist der Schiedsrichter. Und der Penalty, das haben die Regeln so wollen, das ist ohne Goalie, ja, eben einfach einen gewissen Abstand, hier die blaue Linie und dann das Goal treffen. Ja, und das haben sie hervorragend gemacht. Ich habe mir dann ein bisschen umgeschaut, welche Leute das da sind, und dann habe ich doch in der Tat, das habe ich eigentlich auch erwartet, natürlich der Verwaltungsratspräsident, der Markus Oppliger, gesehen und habe ihn gefragt, ob er auch wegen dem Schutten gekommen ist. Absolut, absolut. Schau das mal an, das ist ja genial. Und ich habe gesehen, jetzt ist ja die richtige Schuhe. Warte, wir kommen aber noch. Ja, mit denen könnte man schon noch ein bisschen kicken, oder? Absolut. Ja, sind Sie ganz auch dabei? Der Ganze ist auch dabei, selbstverständlich. Alles, was Rang und Namen hat, ist auf dem Fußballfeld da. Da wäre es so, es würde fast auf der Kamera kein verlauter Lachen. Also in kurzer Zeit das Fußballfeld aufgestellt, ist fast schade, gell? Dass man sich muss abrufen. Es ist wirklich schade, ja. Man muss schauen, dass man das zu einer festen Institution machen kann. Und dank der Initiative vom FC Melz ist da, glaube ich, etwas ganz Tolles entstanden. Das glaube ich auch, gell? Und natürlich ein Schnee, also es ist unglaublich. Also wir sind so im April, Ende, im März, Anfang April, unglaublich der Schnee, gell? Genau. Ja, man sieht ja da die Mauern, die es da hat, da könnte man noch jenste Meter Schnee wegräumen. Aber nein, traumhaft. Aber gerade heute wäre es schön gewesen, wenn es ein bisschen schöner Wetter gewesen wäre. Ja, nur gut, das ist, glaube ich, auch Gaudi so, gell? Absolut, haben alle Freude. Ja, genau, das muss man sagen. Und hinten schreien schon wieder, gell? Hast du vorher gesehen, Markus, so der 11 Meter da, das ist dann ohne Goalie, gell? Von der Mitte weg, hast du das mitbekommen? Genau, ja, spezielle Regeln im Schnee ohne Goalie. Das wäre nicht etwas für uns. Und sonst ist da auch ein Umbalken. Der Frau hat es keinen dabei, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, in einer Mannschaft hat die Damen auch mitgespielt. Ja. Sakrament nochmal, du hast das gut beobachtet. Absolut, darum bin ich da. Ja, wenn man gut geschaut hat in dem Schneegestöbe, dann hat man hin und wieder mal auch ein Häsli gesehen. Ein Pizolhäsli und auch andere Häsli. Die Hauptattraktion war eindeutig der Fußball. Bist du ein Fan oder shootest du auch mal bei denen? Ich shoote eigentlich bei den Senioren mit und bin noch Senioren-Veteranen Obmann. Und muss da ein bisschen etwas filmen, damit wir auch für einen gemütlichen Abend etwas zu lachen haben. Du, gell, das ist ja wie Beachvolleyball, du warst ja sehr streng, hä? Ja, du, ich glaube, die sind ein Bärli zwei und dann erholen die sich relativ schnell einmal wieder. Bier sind noch gut, gell, gegen Krämpfe. Das ist ja so, hauptsächlich Flüssigkeit. Aber und du als Senior, es müsstest schon hergehen, du musst mal abschauen. Oh, hast du die falschen Schuhe an? Ja. Aber da gäbe es sicher einen Schuhtausch und dann... Meinst du? Ja, glaube nicht. Wenn wir schon so einen Seniorenmeister hier haben, ist einfach mal eine Frage zum Platz. Gell? Melz ist ja bekannt mit diesen Hülpern. Gell? Da boten er eigentlich alle Gegner aus. Ist fast wie da, oder? Ah, das ist eigentlich einheimisch der. Darum haben wir jetzt auch schon den zweiten Match gewonnen hintereinander. Oder? Ah. Also das heisst, also, Melz muss eindeutig einen neuen Platz haben. He? Definitiv. Und da werden wir alles dran setzen, dass wir das auch überkommen. Und woanders als von der Flagge vom FC Melz haben wir den Gemeindepräsidenten gefunden, den Guido Fischer. Mich hat es interessiert, was er denn zu dem holprigen Tiergarten meint. Guido, bist du gegen die Schutten gekommen, gell? Natürlich, wenn wir so eine tolle regionale Mannschaft haben, dann muss man schon schauen, oder? Aber du bist selber nicht mit den Senioren dabei? Nein, ich habe keine Okay bekommen. Der letzte Auftritt in so einem Turnier war nicht so erfolgreich. Auch nach dem Fuss gebrochen. Hoppla. Aber jetzt hast du ja gesehen, wie das holperig ist da. Der Melzer Fußballplatz ist ja so ein bisschen holperig. Das hast du ja gesagt. Da hast du gesehen, wie es ist dort. Und, ja. Jetzt schauen wir, dass der Fußballplatz Melz nicht mehr holprig wird. Ich glaube, da müsste etwas Neues her, ein Fußballplatz Melz. Ja, natürlich dort. Aber das ist auf gutem Weg dort. Da sind sie am Anpacken und da gibt es ein tolles Turnier. Und bei uns, zu Melz, Fußballplatz, da kommt es auch. Und Melz hat man eindeutig gemerkt, gell? Das Referendum ist in der Griff von Melz steht zum Pizol, gell? Ja, Melz steht zum Pizol, ist kein Referendum stand gekommen. Ich denke, es ist eine gute Sache, es ist eine gute Lösung, eine unternehmerische Lösung und es lohnt sich, den Weg zu gehen. Der regionale Zusammenhalt ist hier am Pizol, für Pizol und am Pizol überall spürbar gewesen. Das ist übrigens der Präsident der Sportgruppe Avanx. Und in etwas lösen, hat es dann quasi im OK-Chef weitergegeben, das Mikrofon. Es ist streng zum Spielen hier. Ja, es ist sehr weicher Schnee, aber wir haben alles gegeben, haben den ersten Match natürlich zu Null gewonnen. Und wir sind vorbereitet für den nächsten Match in 10 Minuten und dort probieren wir natürlich wieder zu gewinnen, gell? Aber so willst du nicht im Ernst sagen, dass Wangs und Melz schlägt? Ja. Komm jetzt, im Ernst? Wangs gewinnt heute. Wieso?
Ja, weil wir einfach stark sind und trainiert sind. Auf eigenem Boden? Auf eigenem Boden, das ist ganz klar. Aber mit dem holprigen Platz hat Melzer Erfahrung. Ja, ja, es stimmt, im Türkentjunden ist es auch eigentlich. Aber wir kennen das deren und darum sind wir da voll dabei. Frauen haben ihr keine dabei? Damit wir haben Frauen als Fans, das ist ein ganz Fanclub. Tun wir mal rufen? Hurra! Wangs, aber Frauen haben ihr keine dabei, mit den Augenstürken können sie rufen? Nein, nein, in der Sportgruppe Wangs gibt es nur Männer, das ist richtig. Das ist die Welt da in Ordnung. Du machst mir einen wehrschaften Eindruck, einen halben Schwinger. Ich bin noch Goli, ja. Sonst müsste jetzt viel springen. Aber du, der Penalty ist ja faul, ein Zauber. Von der Mitte weg ohne Goli. Hast du das Regeln oder was? Oh, keine Ahnung, ich habe noch nichts mitbekommen. Wir haben noch keine Penalty geschossen. Aber wir schiessen Goal aus. Aber du hast schon recht gewicht. Du bist sicher gegen den 90er, oder? Ja, ein bisschen mehr. Eben, du versuchst mich schnell, oder wie geht das bei dir? Nein, gibt eine gute Verdichtung. Spürbarer Applaus im Wetter zum Trotz. Apropos Verdichtung, auch der Spielplan war sehr dicht. Man hat nichts dem Zufall überlassen. Eine absolute Top-Organisation, das ist man sich natürlich vom FC Mels eh gewöhnt. Und natürlich der Rudi Imhoff, Leiter aktiv, hat hier dann eben verdichtet in der Pause. Ich habe gerufen, Rudi, ich wollte etwas wissen von ihm. Du, Rudi, geh vom Schaufeln zurück. He? Ja, du, ist eine strenge Geschichte hier. Aber es lohnt sich ja, wenn wir die Leute anschauen. Alle haben Spass, es ist eine coole Geschichte hier auf dem Pizol. Eben, gell? Und was sagst du, so zu den Wellen im Schnee ist man sich als Melzer gewöhnt, gell? Was sagst du? Zu den Wellen im Schnee ist man sich als Melzer gewöhnt, ja, gell? Ja, klar. Eben, gell? Klar, also es ist fast wie auf dem Tiergarten da so. Ein Loch nach dem anderen, wo da zu schaufeln ist. Aber eine gute Geschichte, gute Mannschaften. Schönen Tag. Aber du, hey, als Melzer zu null gegen Wangs verloren. Hallo, was ist los? Ah ja, du. Was soll ich jetzt sagen? Lieber gegen Wangs verlieren, als gegen Mundlingen verlieren. So. Ja, lächeln zum Schluss von Rudi Imhoff, Leiter aktiv beim FC Mels. Aber eben natürlich muss man klar sehen, das Spiel gegen Mundlingen am 29. März in letzter Sekunde noch 1-0 verloren. Natürlich ein riesiges Pech und das knagt natürlich. Und darum war es vielleicht eben super gewesen, dass der FC Mels sich da dementsprechend können zeigen konnte. Eben mit der Organisation, aber auch mit diesen Mannschaften. Das ist das Spiel, glaube ich, Sargans gegen Vermohl. Und da ist glaube ich auch eine Frau dabei. Auf das können wir dann noch. Ich glaube, das ist sie. Und auf jeden Fall ist es so, die Vermohler sind das Vierte gewesen, haben dort nicht wechseln können. Das Ganze hier, die Orangen, die haben ständig und immer wieder wechseln. Also natürlich auch ein bisschen eine ungleiche Geschichte. Aber, und das ist ja hier nicht gegangen. Es ist ja um Applaus gegangen. Es ist darum gegangen, dass man eben den Zusammenhalt hier oben zeigt und eben auch wirklich den Applaus hat. Ja, wir schauen dann mal ein bisschen rein in das Spiel treiben und machen dann nachher weiter mit Befragungen. Da ist der Gemeinspräsident dabei. Wer ist dabei? Der Türer, geht auch. Der Türer, nicht? Nein, nicht. Aha, gut. Ja. Jury! Oh, lass noch vor. Jawohl! Und was steht es jetzt? 1-0! Für Sargans! Jawohl! Gegen Vermohl! Jawohl! Oh, und jetzt, was steht es jetzt? 1-0! Ah, so, es war kein Goal. Ja, kannst du ja denken, natürlich war es 1 und 1-1 ist es gestanden, obwohl sie ganz viel mehr können wechseln. Ja, das sind die Handballer von Mels. Und er hat zuerst etwas wissen von, dann haben sie sich drücken wollen. Darum. Dann habe ich ja gesagt, um sich zu provozieren, Himmel nochmal, verloren gegen Wangs. Was ist denn da los? Warum denn das? Nein, ihr nicht. Wir haben alles gewonnen bis jetzt. Alles. Nein. Ja. Also wirklich Mels vorne? Ja. Ja. Die aber die Legenden sind eben vorne. Ah. Die Handball-Club Mels, die Legenden. Aha. Ja, darum, ihr seid so buckeligen Boden natürlich gewöhnt. Gell? Sind wir gewöhnt, genau. Ja, wir natürlich mit unserem Körpereinsatz. Oder? Total, ja. Wir geben wir alles. Ja. Und der als ehemaliger Judo-Weltmeister. Ja. Ja, und wer ist ein Kreisläufer? Luca kommt, du bist Kreisläufer. Er ist unser Kreisläufer. Ja, ihr zeugt alle Register. Ja. Ja. Er ist der Kreisläufer und Topscorer natürlich wegen dem. Ja, ja. Also von dem her. Aber es ist echt ein geiler Anlass. Alle, die nicht hier sind, haben etwas verpasst. Wirklich. Das heisst mit Antworten, Shooter auf dem Schnee ist mir besser Handballer. Ja, genau. Schneesocker hat auf jeden Fall eigene Gesetze. Bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft Saros haben die Holländer gewonnen, obwohl sie mal in der WM sind. Und die Behördenmannschaft Tom Pizol hat gegen Wangs 4-0 auf den Sack bekommen. Warum das? Der Jens Jäger. Ja, es war das erste Spiel. Wir haben uns noch nicht gewusst, wie verhalten auf dem Spielfeld.
Und dann haben wir eine bittere Niederlage von 4-0 hinkassiert. Aber er hat natürlich uns verbessert im zweiten Spiel und eine Niederlage von 3-2. Da geht es ja, gell? Das ist nicht schlecht. Ja, ja. Und vielleicht fällt der Guido Fischer, er ist noch Zuschauer dabei, gell? Wenn der dabei, ja, wäre vielleicht dann eine Verstärkung gewesen, ja? Ja, wir haben eigentlich einplanen können, Guido Fischer, aber aufgrund von einer alten Verletzung hätte er müssen Forfait erteilen, aber er ist natürlich als unsere moralische Unterstützung voll dabei. Aber ist Gott vergessen streng, gell? Es ist mega streng, ich sage es. Wenn du einmal Eis aufstellst, bist du etwa 30 cm unter dem Schnee und kommst nicht mehr raus. Das heisst, Politik geht ein Katzenspiel, ja? Das ist ja so, im Verhältnis sicher. Manchmal steckt man auch tief im Dreck rein, aber im Schnee ist es ganz so streng. Kann man sagen, und ein riesiger Einsatz, den man aller Orte gemerkt hat. Also, es ist ja wirklich nicht nur um ein Eingang, aber der Ehrgeiz hat man ganz klar gemerkt, der ist da gewesen, um eben gleich zu gewinnen. Man hätte dann vielleicht so gerne einen gewissen Dörfli-Geist gemerkt, wenn dann vielleicht einmal so ganz gegen Melz gespielt hat oder Melz gegen Wangs. Oder dann Vermohl, wo sich so gerne noch Leute ausgelehnt hat, damit sie überhaupt können dementsprechend mitspielen können. Ja gut, also, aber der Dörfli-Geist war mal ein kleiner Ort beheimatet. Der Zusammenhalt und der Plausch, der gemeinsam mit der ist wichtig gewesen. Nimm es jetzt mal vorweg, also Melz ist oben ausgeschwommen mit den Melzer Senioren, dann eben mit der Handball-Legende Melz und die Wanksen sind dann Dritte geworden. Die Rangliste, die könnt ihr sicher dann beim FC Melz auf der Homepage nachschauen. Ja, da bei Zoll ist es wirklich lustig zu und her gegangen bei dem Schutten. Und manchmal hat es gerne ein Schneeballschlechtli gegeben. Hinten an hat man etwa ein Schneeball geworfen oder miteinander auch mal in den Schnee eingedrückt, dass es ist. Aber alles in allem sehr, sehr fair zu und her gegangen. Eine riesige Organisation. Der Daniel Pinkera ist Organisator gewesen. Daniel Pinkera, eine riesige Organisation, he, nehme ich an. Ja, ist gestern sind wir den ganzen Tag da gewesen, haben hier alles aufgebracht, das Material, haben auch die Felder gemacht, mit den Pizzolbahnen, mit den Pistenmaschinen, sind eigentlich den ganzen Tag dran gewesen. Super Wetter gewesen gestern und jetzt heute Morgen ein bisschen geschaufelt wieder, aber wir sind bereit. Und wenn auf der Kappe FC Melz draufsteht, dann steckt nach FC Melz dahin. Gell? Und ein Haufen Mannschaften können vom FC Melz, gell? Es sind von der Region unten Mannschaften, also wir haben die 8 Mannschaften eingeladen, die hier mitmachen. Wir haben natürlich noch mehr mitmachen, als das gehört haben, aber wir wollen jetzt ein bisschen kleiner fahren für das erste Mal und schauen, wie es rauskommt. Und vielleicht für ein anderes Mal könnt ihr mehr mitmachen. Aber es sind eigentlich von Sevelen, sind Mannschaften, von Melz, Sargans, Sportgruppen, Skiclub von der Region wirklich und Behördenteam. Also dann hat der FC Melz so 2 Mannschaften, die er bringt eigentlich? FC Melz hat eigentlich 1 Mannschaft, die Senioren, und sonst sind alles vom Sarganser Landring, so ein bisschen, wo wir eingeladen haben. Die anderen sind dann Melz-Behörden und andere Melzer? Es sind Behörden, sind Melz, von Ragaz, sind hier Wangsfilter, sind wirklich von ringsum, die wir angefragt haben. Und Politiker, gell? Genau, Politiker natürlich. Jens Jäger zum Beispiel, ja, genau. Wo ein Schiedsrichter ist bei uns, ja. Im FC Melz. Und er ist ein Politiker, der das Team unterstützt. Und der Daniel Bühl, der Filmer, ist er gerade noch. Genau, der kommt jetzt gerade in der nächsten Runde dran. Die müssen eben noch ein bisschen Gas geben, jetzt zweimal verloren. Ja. Wie sind jetzt auf die Idee gekommen? Ja, der Oli Thüring hatte eigentlich die Idee gehabt, mal irgendetwas zu machen mit der Pizzolbahn AG, weil die brauchen ja auch ein bisschen Unterstützung und wir wollten auch ein bisschen irgendetwas Zeichen setzen. Der FC Melz ist auch ein bisschen dran mit dem Schubplatz. Wir wollen natürlich auch irgendwie etwas machen dort unten und wir wollen uns auch ein bisschen engagieren, dass man sieht, dass wir etwas machen und nicht nur etwas immer winnen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, eine Anschauung hier pur, gell, wie der FC Melz einen neuen Platz braucht, dass man hier die Hülper, die hier sieht, die sind ja bei uns unten am Schuttelplatz, gell? Genau. Es ist fast ähnlich, jetzt, wie man gesehen hat. Wir hatten am Donnerstag oben das Spiel gegen Mundlingen. Ja, genau. Mit dem Regen war es etwa gleich wie hier, jetzt im tiefen Terrain. Also für uns Melz ist sicher nichts Ungewöhnliches. Du bist die einzige Frau, bei wem spielst du mit? Skiclub Vermohl. Hoi, 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 ja, gerne. Ich wüsste, dass Sie überhaupt einen Skiclub haben. Also die brauchen Frauen natürlich. Ja, so bitte. Vermohl ist der einzige wahre Skiclub hier. So einfach. Ja, wir haben noch so Spieler einkaufen vom Skiclub Graue Hörner. Aber da es ja gleich Fusion gibt, ist das auch nicht so tragisch. Eben, gell, das habe ich eben gemeint. Ja, das ist und jetzt, schon gut. Neuerdings im Sommer dann die Schutten und im Winter Skifahren. Genau. Wir haben das Sommertraining in der Halle, das Heilige Kreuz, und im Winter Skifahren oder eben auch die Schutten, dass wir konditionell fit bleiben. Und ja. Haben jetzt vorher gerade 1-1 gespielt? Nein, 0-0 sogar, gell? Nein, 1-1. Der erste gewonnen, noch 1-1. Gegen Sarganz, ja. Ihr seid nach Heiben gut, gell? Ja, das war mehr Glück. Also wir haben es recht gemerkt nach 9 Minuten. Es war ziemlich streng. Ist streng? Ja.
Also vor allem, wenn du kein Auswechselspieler hast. Wir waren nur zu vierten. Genau, und zur ganzen Ewig gewechselt, gell? Ja. Eigentlich aufhören. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber es war gut. Also fast wie Beachvolleyball. Kennst du den Beachvolleyball? Ja. Und ist das gleich streng? Mach ich auch gerne. Ist das etwas gleich streng? Ja, ich würde es eher mit Beachsoccer vergleichen. Das ist Fußball auf dem Sand. Und das ist etwa gleich streng, weil der Schnee ist nicht sehr hart und man sauft die ganze Zeit ab. Der Ball kommt nicht richtig fort, aber ja, so ist es halt. Jakob Gelassen, ehemaliger Schüler von mir, haben wir ihn immer geübt. Wie ist es gegangen? Eben, ehemaliger Schüler, also die Schuhe haben wir sicher nicht gelernt bei dir. Oh je. Und die Schule ist auch nicht, ja, mal, da bist du noch gegangen. Da bist du gegangen. Ja, ja, nein, ja. Cooler Anlass. Wie ist es gegangen? Gut, ein bisschen tiefer Boden, aber ist cool. Du segelst ja draussen am Pizol umeinander, gell? So auflädig, also Langstreckenläufe und der Teufelbergläufe. So. Auch schon eine Weile rum, aber auch kommt ja wieder. Aber was ist jetzt strenger? Ist es die Schulter strenger oder die Läufe? Also wenn du stundenlang möchtest, in dem Schnee umspringen, wäre das strenger. Ja, ja. Aber nein, ich finde es gut, vor allem für das Kameradschaftlich. Ich finde es eine coole Idee, was da kann. Und jetzt? Haben wir den letzten Platz abgegeben? Was meinst du? Haben wir den letzten Platz abgegeben? Nein, und den spielen wir jetzt. Aha. Dann irgendwann noch. Senioren Sevelen, hä? Genau. Ja. Genau. Ist der Plausch da zu mitmachen? Ja, sehr. Und vor allem, ja, ist es schade. Also, Schneefall ist ja besser als Regen. Heißt das No-Soccer? Aber wäre es natürlich cool, wenn es super Wetter wäre. Aber ich finde es einen genialen Anlass. Darum sind wir auch gekommen. Das ist gut, das ist cool. Melzer als gute Kollegen von mir. Und darum ist das eine schöne Sache. Da sind sich alle einig gewesen. Übrigens, Daniel Bühler im Goal bei den Behörden. Es war aber bald zu viel gewesen. Damit der eine ins Goal hineinspediert, hat dann aber ganz gut sich konzentriert, gut aufpassen, dass er ja nicht noch eine Kiste reinlässt. Also volle Konzentration gesehen. Und oh, hebt wahrscheinlich der Farbe. Hätte man mit dem gelben Ball gespielt, wäre der wahrscheinlich gehalten worden vom Daniel Bühler, vom Gemeindepräsidenten von Bad Ragaz mit den gelben Socken. Ja, seht ihr, jetzt gibt er den gelben Ball. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es weitergegangen ist, aber ich glaube, mit dem gelben Ball ist es dann irgendwie anders und besser gegangen. Auf jeden Fall vollen Einsatz von diesen Politikern. Ein zusammen halt über die Gemeindegrenze hinweg und das hat mir doch sehr, sehr imponiert. Daniel Bühler, voller Goal reingelassen, hä? Ja, du, das gibt es etwa dir. Aber er gibt das Beste. Wie ist das auf dem Platz? Geht es da noch ein bisschen ab? Für Politiker aus den verschiedenen Gemeinden, geht das? Ja, wir sind eine Region, wir heben zusammen und heute wollen wir das Beste geben. Und es sieht nicht einmal schlecht aus. Ja, genau. Also in den Herzen sind wir Gewinner. Und das ist ja sicher so wichtig, wie ob man ein Spiel oder ein Turnier gewinnt. Die Behördenmannschaft hat sicher einiges müssen einstecken. Also jetzt, wenn es um Goal geht oder um Punkte geht. Aber wahrscheinlich ist man da doch ein kleines bisschen zusammengewachsen. Man ist überhaupt zusammengewachsen bei Zoll. Man hat auch gezeigt, es liegt einem etwas bei Zoll. Gemeinsam all diesen eben Ortschaften rund um bei Zoll herum liegt etwas am bei Zoll. Und in dem Schnee drin, in dem tiefen Schnee drin, hat sich das Gefühl verdichtet von der Zusammengehörigkeit. Es war wirklich super interessant gewesen. Und es war eben auch interessant gewesen, um zu sehen, was da alles möglich ist. Also der Snow-Soccer-Anlass, dann eben die, die eben auch Skifahren sind, in dem wunderschönen Schnee drin, wirklich ein riesiges, ein schönes Erlebnis. Und dann habe ich gesehen, hat doch auch Festwirtschaft gegeben. Also sonst hat es ja Pause gegeben, hat man sich ausruhen. Und dann habe ich wieder eine Schülerin gesehen von mir. Mirella Golayani hat sie damals geheißen. Ich weiss noch, der Vater hat immer so Fester gemacht, Spaghetti gekocht und so weiter. Und jetzt steht die Tochter dort. Sie ist ja die Frau eben von einem Organisator. Sie heisst jetzt eben Thüring, nicht mehr Golayani. Und mich jetzt interessiert, wie es denn da läuft da an dieser Verpflegungsstation. Was habt ihr da alles? Also, wir bieten Bier an, natürlich auch. Das ist das Wichtigste, gell? Ja, das ist das Wichtigste. Rivella, Cola. Ja. Dann haben wir Punsch, Kräuter, Zwetschgalutz, Häcksli und Fröschli. Also eine riesen Organisation, gell? Es ist Hammer. Also es ist eigentlich... Die Organisation ist eigentlich gut. Ja, ist perfekt. Ist perfekt. Ja. Das Wetter ist nicht ganz perfekt, aber es können wir nicht ändern. Du weißt, es ist mir aufgefallen, damit sie keine Krämpfe bekommt. Saufen Sie immer Bier nachher? Das ist ja so. Weißt du, der Malz oder im Bier, das Weg scheint es Krämpfe verhindern. Ja, siehst du. Das ist auch bei dem Wetter, wenn man Fußball steht und ihr lernt man einiges. Immer wieder dazu. Muskelentspannung. Ja. Muskelentspannung. Genau. Und was geht denn so gut aus? Was ist das? Ein Punsch da? Das ist ein Häcksli. Ein Häcksli? Ja, das ist sehr empfehlenswert. Willst du eins probieren? Nein, ich muss ja filmen. Ja, jetzt musst du schauen, mal, wie die trinken da. Ja. Stoßen wir noch an, nicht? Aber eine riesige Organisation alles zusammen, he? Ja, aber es läuft also so gut. Es haben alle mitgeholfen.
Super. Einfach, ich bin total begeistert. Und wenn du ehrlich bist, stehst du lieber da hinter der Theke als auf dem Spielfeld, gell? Ja, ganz genau. Das wäre mir dann gleich ein bisschen zu streng. Okay. Ja. Und übrigens ist in das Kappa von meinem Mann, gell? Ich bin dann nicht FCZ. Was bist denn du? Ich weiss es, ich bin eigentlich neutral. Und wenn, dann bin ich einfach für Italien natürlich. Eben. Eben, ja. Eindeutig. Colaiani bleibt Colaiani. Das ist ja so. Aber ein Colaiani ohne Spaghetti, das tut mir komisch, hä? Ja, es ist jetzt eben leider Käsehörnli, aber ja noch. Ja gut, okay. Also. Nehmen wir auch. Treffen Melz und Bizol haben den Snowsoccer-Anlass auf die Beine gestellt mit den 8 Gruppen, die hier eben gezeigt haben, dass eben Sportgeist wichtiger ist als gewinnen. Und eins könnt ihr sicher sein, seht ihr den Schnee, ein Bizol, da kann man noch lange Ski fahren, auch wenn man heute schon lange nicht mehr Fußball spielt.